wenn man in einer Diät ist, dann ist es bei vielen Leuten so, dass sie nach einer gewissen Zeit immer langsamer Gewicht verlieren oder irgendwann auch gar nicht mehr Gewicht verlieren. Und dann wird oft gesagt, ja, keine Ahnung, der Stoffwechsel ist eingeschlafen und so weiter. Irgendwie solche Sachen halt. Der Stoffwechsel geht runter. Man verbrennt weniger Kalorien. Und die Frage ist das so? Stimmt das? Inwieweit ist das so? Und mit meinem Body Media habe ich jedenfalls das so gemerkt, dass wenn man in einem Defizit ist, verbraucht man nach gewisser Zeit weniger Kalorien, aber aus anderen Gründen. Nämlich, man bewegt sich viel weniger. Man liegt viel mehr rum, man steht weniger auf, im Training gibt man weniger Gas und so weiter. Und das summiert sich alles so zusammen, dass da am Ende schon ein paar hundert Kalorien am Tag fehlen können. Und von daher ist es nicht so, dass man auf magische Weise der Körper jetzt sagt, ich verbrauche für die gleiche Tätigkeit einfach mal weniger Kalorien, sondern er macht einfach weniger. Eine andere Sache ist, wo das zwar schon stimmt, ist, wenn man Gewicht verliert, dann natürlich ist es so, wenn man weniger Masse hat am Ende, dann verbraucht diese Masse dann keine Kalorien mehr. Das heißt, wenn man schon irgendwie 10 Kilo abgenommen hat, dann sind das ja ein paar hundert Kalorien, die man halt dadurch weniger verbrennt. Also wenn man Masse verliert, dann ist es schon so, dass der Stoffwechsel geringer wird, der Kalorienverbrauch, auch wenn man dasselbe tut. Aber im Normalen, das, was die meisten Menschen halt meinen, was den meisten Menschen passiert, weswegen auch ein Body Media eigentlich sehr sinnvoll ist, was halt den Kalorienverbrauch misst in der Diät, ist halt, dass die Leute sich weniger bewegen, dass, wie gesagt, dass sie mehr rumliegen, dass sie Training nur noch so Larifari machen, weiß nicht, auch vielleicht dazu neigen, längere Pausen zu machen im Training oder generell weniger Volumen, wenn sie jetzt keinen festen Trainingsplan haben und so weiter. Und ja, deswegen denke, das könnte euch vielleicht ein bisschen helfen, wenn ihr jetzt mal überlegt, warum ist das so, dies und das. Deswegen funktionieren auch Fatburner zum Beispiel, die auf Koffein basieren, weil sie halt eben das so, dem so ein bisschen entgegenwirken, dass man doch wieder ein bisschen wacher ist und ein bisschen aktiver ist und so weiter. Weil sie halt, ja genau, durch Koffein und andere Stimulantien gibt ja auch Fatburner, also die haben ähnlichen wie Booster, nur irgendwie für den ganzen Tag. Ja, da sind noch ein paar andere Sachen drin, die Grüntee und so ein Zeug und die kleinen Effekte haben, aber den großen Effekt in Fettbrennern haben halt eben solche Sachen wie DMAA oder Koffein oder so, weil man halt einfach irgendwie aktiver wird und deswegen verhindert, dass man weniger verbraucht, weil man sich irgendwie so schlapp fühlt und so weiter. Und ja, das wollte ich mal gesagt haben, also wenn ihr in der Diät weniger verbraucht, dann könnte das sein, dass ihr irgendwie nichts mehr tut, weil er die ganze Zeit nur schlapp rumliegt und nicht, weil der Stoffwechsel auf magische Weise eingeschlafen ist. Eine Sache gibt es noch, irgendwie Leute beschreiben so ein Phänomen, was ich ganz ehrlich nicht glauben kann, weil es wirklich irgendwie sehr, sehr komisch ist, nämlich, dass Leute angeblich irgendwie 1000 Kalorien oder so ein Kram essen und nicht abnehmen. Und das kann ich mir ernsthaft nicht vorstellen. Also wenn jemand nur 1000 Kalorien isst und nicht abnimmt, also jemand anderes, also Tiger Fitness hat auch mal gesagt, ja, das kann auch eigentlich sein. Also die müssen dann irgendwie cheaten oder was weiß ich. Also die sagen nur, sie würden 800 oder 1000 Kalorien essen, aber dann essen sie doch irgendwie nebenbei hier was und da was und so weiter. Also ich weiß nicht, wenn mir da jetzt irgendjemand das wirklich beweisen kann, dann meinetwegen, aber was hier Leute erzählen, ja, hier, ich meine, ich habe den und den gecoacht und der hat nur 1000 Kalorien gegessen und nicht abgenommen und jetzt isst er 2300 Kalorien und nimmt ab. Also ganz ehrlich, ich bezweifle sehr, dass solche Menschen dann vorher nur 1000 Kalorien gegessen haben und nicht abgenommen haben. Das wollte ich nochmal zu diesem Thema sagen. Belehrt mich eines Besseren, aber irgendwie macht das für mich gerade extrem wenig Sinn.